Es sind unsere Gefühle, welche uns tagtäglich begleiten. Es sind Gefühle, mit welchen wir bestimmte Situationen bewerten. Und meist geschieht dies unbewusst. Und so lade ich dich jetzt ein, dich von schlechten Gefühlen zu befreien. Ich lade dich ein, alle Emotionen, an welchen du schwer trägst, zu reinigen. Und dafür, dass wir beginnen können, wäre es gut, wenn du tief ein- und ausatmest, in deinem persönlichen Rhythmus, so wie es sich gut anfühlt. Spüre dabei, wie du immer tiefer dich entspannst, wie sich dein Herz ausdehnt. Denn du atmest das Licht der Liebe in dein Herz. Und dein Herz nimmt die Größe deines Körpers an. Dass du vollkommen in deinem Herzchakra stehst. Und dies ist besonders schön, weil sich auch dein Herzensraum dadurch vergrößert hat, sodass du nun in deiner echten Körpergröße, in deinem Herzensraum stehen kannst und weil dieser Herzensraum so groß jetzt ist, kannst du auch ganz besonders gut fühlen und so bitte ich dich, dich jetzt an deine Kindheit zu erinnern. Lege dafür den Fokus auf dein inneres Kind, denn ich möchte, dass du zusammen mit deinem inneren Kind in deine Kindheit reist, dass ihr euch beide daran erinnert, welche Gefühle du damals hattest. Denn oftmals hat man in der Kindheit Angst oder hat einfach bestimmte negative Gefühle, welche einen Angst machen und kann sie nicht gut einordnen. Deswegen möchte ich, dass wir jetzt zusammen in deine Kindheit reisen und durch die Kraft deiner Seele und die Hilfe deines inneren Kindes alles auflösen, was dir damals unbewusst Angst gemacht hat.
und so rufe ich für dich auflösende Energien, welche jetzt mit dir zusammen in deine Kindheit reisen und welche dort das auflösen, was du immer noch trägst, was dich blockiert, was es dir schwer macht. Und meist unterbewusst deine Emotionen kontrolliert. Und wenn du dir erlaubst, dass Heilung geschehen darf, dann wird nun aus dem Universum die auflösende Energie zu dir fließen. Lass es geschehen, denn so wie es geschieht, ist es richtig und gut für dich. Und so werde nun alle unbewussten Glaubenssätze aus der Kindheit, alle unbewussten Ängste gereinigt. Sie werden so gereinigt, wie es deine Seele jetzt erlaubt, und so tief gereinigt, wie du es selbst zulässt. So lasse ich dir ein wenig Zeit, damit du diese Energien genießen kannst. Und wenn du genau hinschaust, dann wirst du erkennen, wie sich dein inneres Kind verändert. Denn je mehr sich auflösen kann, desto leichter wird es ihm. Und umso fröhlicher wird es. Beobachte dein inneres Kind und beobachte auch deine eigenen Gefühle. Lasse zu, was geschieht, denn es ist deine persönliche Heilung. Und wenn dein inneres Kind zu springen beginnt, zu tanzen und zu hüpfen beginnt, dann weißt du genau, dass für den Moment ganz viel aufgelöst wurde. Schau noch ein wenig zu und überprüfe für dich in deinem Bauch und in deinem Herzen, wie es sich anfühlt, denn du solltest spüren, wie es dir ganz leicht wird. Wie du auch
diese große Freude in dir spürst und wie diese große Freude dir nun ganz viel Kraft gibt. Kraft für den Alltag, gut mit den Gefühlen umzugehen. Wie es dir Kraft gibt, deine Gefühle nicht mehr negativ zu bewerten, sondern sie von außen zu betrachten und sie so zu lassen, wie sie sind, sodass du neutral bleiben kannst und die Kraft aus deiner Mitte kommt. Nun gehe mit deinem inneren Kind wieder zurück in deinen Körper. Spüre, wie die Seele dich wieder zurückbringt und alles an seinen Platz kommt. In deiner Kindheit geschah eine große Heilung. Und das ist ein Grund zur Freude. Die Gefühle sind rein. Und du darfst dich freuen. Gehe in die Freude, denn das ist deine natürliche Form. Jeder Mensch darf in Freude sein. Und so auch du mit reinen Gefühlen. Dann nehme noch einmal einen großen, tiefen Atemzug, um diesen wundervollen Gefühlen, welche du nun hast, ganz deutlich zu spüren. Und noch einen Atemzug, um zu spüren, welche Kraft du nun in dir trägst. Die Tatkraft, welche du gleich umsetzen kannst für das, was du heute geplant hast. Denn du wirst es mit reinen Gefühlen tun. Kraftvoll und freudig. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du kannst sicher sein, dass dir Gutes widerfuhr. Öffne deine Augen und komme ganz wieder im Hier und Jetzt an.